Die besten Preise zu den besten Games von diversen Publishern zusammengefasst auf einer Seite. Gehe jetzt auf www.instantgaming.com. Hier kann man scannen. Und hier. Hä? Okay. Geht's auch nicht weiter. Kann man dann noch scannen? Ah, hier sieht man auch. Weiß und schwarz. Übereinander. Wir müssen natürlich hier durch. Und hier kommen eben diese kleinen Schmetterlinge. Die tun überhaupt nichts. Die sind nur. Die kommen einfach nur. Die folgen einem. Außer wenn man hier reingeht. In dieses komische. Boah. Matsch. Matschröhrchen. Und über uns sind Piraten. Guck mal hier. So, hier müsste ein Item sein. Ja, da ist es auch schon. Ein gratis Missile Container. Nehme ich mit. Das war ein fettes Tor. So, tschüsseli. Hier sind aber noch mehrere, ne? Genau, da oben steht noch einer. Können wir scannen. Die roten Sachen hier werde ich auf jeden Fall lesen. Das ist nämlich so wie in Metroid Prime 1, das wie heißt das? Dieses Sonnensystemraum da, wo man die Supermissile bekommen hat, genau. Gibt es nämlich ein paar Infos zu den Planeten. Das Tor kann man nicht scannen, aber wir können das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Dann das Rote. Und zwar der Äther an sich. Planet Äther. Unerforschte Welt im Dasha-System. Planet instabil aufgrund transdimensionaler Strömungen. Kriegerische Konflikte haben einen großen Teil der Weltbevölkerung ausgelöscht. Außerdem sorgen extreme Klimawechsel dafür, dass Großteile des Äthers unbewohnbar sind. Yep. Alles dank der Inks. So, da hinten hängt noch was Blaues. Können wir auch scannen. So, und die roten Sachen, wie gesagt, werde ich lesen. Weil das andere sind alles Wachberichte, ne? Ja. Metroid-Offiziers. Befehl zur Machtzucht von Metroid ist blanker Wahnsinn. Okay. So. Ein wunderschöner Eintrag. Verschlüsselte Daten der Weltraumpiraten dekodiert. Faser- und Beutezüge. Eintrag bla bla bla. Derzeit finden Faser- und Beutezüge auf dem dunklen Äther statt. Die hohe Giftkonzentration in der Atmosphäre dezimiert unsere Arbeiterschaft. Die feindseligen Urbewohner leisten ihr Übriges. Das wissenschaftliche Team arbeitet mit Hochdruck, Hochdruck an einer Überlebensausrüstung. Darüber hinaus wurde unsere Truppenpräsenz in sämtlichen Abbaugebieten weiter verstärkt. Glücklicherweise sendet das oberste Kommando weitere Truppen sowie Nachschub an Material.
Unsere relativ geringe Truppe ist fatalerweise über ein weites Gebiet verteilt. Und diese Mission darf unter keinen Umständen scheitern. Dann haben wir hier den dunklen Äther. Planet dunkler Äther, transdimensionales Duplikat des Planeten Äther. Ursprung des dunklen Zwillings vom Äther nicht zu bestimmen. Große Vorkommen an Fasernerz vorhanden. Einheimische Lebensformen greifen bei sich Kontakt an. Oh ja. Nächster Eintrag. So. Eintrag Blub. Wissenschaftliche Teams konnten vor 4 Zyklen Fasernvorkommen im Dasher-System ausmachen. Kurz darauf genehmigte das oberste Kommando die Entsendung unseres Teams. Unsere Direktiven umfassen die Errichtung einer Basisstation auf dem Planeten Äther sowie die Bewertung der lokalen Fasernvorkommen. Da diese Welt im Grenzbereich zum Gebiet der Galaktischen Föderation liegt, befolgen wir strengste Geheimhaltungsprotokolle. Ein Kader des Elite-Kommandos wurde entsandt, um unsere Einheit zusätzlich zu sichern. Die Operation ist nun angelaufen. Ja. Nächster Eintrag. Eintrag blip, blub, blapp. Geheimdienstinformationen über die einheimische Population des Äthers bedürfen grundlegender Korrekturen. Weder ist dieser Planet friedlich, noch sind seine Einwohner fügsam. Es liegt eindeutig eine Klasse 4-Konflikt vor, okay. Die Zahl feindseliger Übergriffe liegt derzeit jedoch auf minimalem Niveau. Unser Territorium wurde wiederholt von schwer zu definierten schattenhaften Kreaturen heimgesucht. Diese Attacken verursachten beträchtlichen Schaden, sodass wir umgehend zusätzliche Kampftruppen angefordert haben. Okay. Also sie wurden auch schon angegriffen, sie waren auch schon hier. Also bevor die hier GF da war. So, nächstes. Eintrag Blups. In unserer Basis wurde eine räumliche Anomalie entdeckt. Es ist zu vermuten, dass dieser Spalt im Raumzeitgefüge zu einer Art Paralleldimension führt. Bisher ist es jedoch nicht gelungen, die Wechselwirkung dieses Phänomens zu erkunden. In unmittelbarer Nähe zur Anomalie sind wir auf ein rätselhaftes Artefakt gestoßen. Möglicherweise handelt es sich da um eine Art Generator oder gar eine Waffe. Vielleicht dient es auch als Schlüssel, um Zutritt zur Anomalie zu erhalten. Das oberste Kommando verspricht sich ausgesprochen viel von den Untersuchungsberichten über das Relikt. Schließlich ist in unserem Waffenarsenal stets Platz für Innovationen. Oder besser gesagt, für geklaute Technik. Oder Technologie, besser gesagt. Nicht Technik. Eintrag blablabla. Das Spaltportal wurde geöffnet. Die Artefaktwaffe, der das wissenschaftliche Team den Titel Unlichtstrahl gegeben hat, liefert die zum Öffnen des Portals notwendige Energie. Wenn auch nur für begrenzte Zeit. Wir haben mehrere Erkundungstrupps durch das Portal geschickt und sie berichten Unfassbares. Das Portal führt zu einer parallelen Version vom Äther, einer finsteren Variante des Planeten. Dieser Planet wurde von einer globalen Katastrophe verwüstet, die ihn in eine finstere Giftwüste verwandelt hat. Außerdem ist er der Ursprung der schattenartigen Kreaturen, die im letzten Zyklus über unsere Basis hergefallen sind. Am wichtigsten jedoch ist, dass wir hier auf das größte Faservorkommen dieses Sektors gestoßen sind. Maßnahmen zum Abbau sind in Vorbereitung. Diesen Fund dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Ja, viel zu lesen, viel interessant. Diese Wachberichte könnten auch interessant sein, ja. Aber ich lese die roten Sachen, wie gesagt, vor. Außer sowas, das ist halt nur, damit dieses Tor da aufgeht oder so, ne? Oder? Transporter einsatzbereit. Ach, der Transporter aktiviert sich, okay. Stimmt, das Tor geht ja da hinten auf. Und hier kommen ja auch Gegner, ne? Da hinten kommt doch noch ein Gegner, oder nicht? Ja, siehst du. Ich kenne ich noch. So. Das Ding haben wir schon gescannt. Zum Glück. Sonst ist hier nichts.
nichts. Der schießt jetzt einfach da durch, ja genau. Man kann aber von hier nicht die Konsole da scannen, die man eigentlich braucht. Oh ja, und hier kommt auch noch eine coole Katze jetzt. Genau das. Man kann sie auch nicht scannen. So, das Rote soll man scannen, glaube ich. Ah, verschlüsselte Daten. Das ist wieder ein Eintrag. Eintrag, oh Gott, ich weiß nicht. 07, bla, bli. Ein weiteres Desaster. Der Transport der weiteren Truppen und Nachschub bringen sollte, wurde abgeschossen. Ah, er wurde auf dem Orbit von einem föderierten Schiff abgefangen, welches in der Nähe des Tempelkomplexes gelandet ist. Nun ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Marines angreifen. Überlebende unseres Schiffes konnten sich bis zu unserer Basis durchschlagen. Hier werden wir unsere Stellung verteidigen. Ein weiterer Feind, zuerst die Schattenkrieger, gefolgt von der dunklen Jägerin und nun das Marine Corps der Galaktischen Föderation. Vielleicht gönnt uns das Schicksal ein Lächeln, bevor diese Welt ihren Schlund öffnet und uns verschlingt. Also die haben schon viel Pech gehabt. Aber wir sehen, dass die Samus, dunkle Samus, auch mitgeholfen hatte an diversen Sachen. Das Tor haben wir schon gescannt, ne? Ja. So, und hier kann man jetzt dieses rote Ding scannen. So. Panzertür wird geöffnet. Und der Typ, der dahinter stand, ist weg. Warum auch immer. Ich habe das nie verstanden. So, und hier raus können wir auch nicht. Das ist auch immer seltsam. So, da ist auch nix. Ja, und was uns hier erwartet? Moment. So, mal ganz kurz gucken. Ah ja. Das sind die neuen, ja. Demutgeschütz. Die halten, glaube ich, 2 Treffer aus. Nein? Okay, dann nur einen. Hier gibt es ein paar Lasers. Die machen auch sehr viel Schaden. So, die flüchten. Und hier gibt's Metroid. Metroid. Zum Glück müssen wir noch nicht gegen die kämpfen. Alles Metroids. Das Ding brauchen wir, um den Transporter zu aktivieren. So. Reingehen tun wir aber nicht. Okay, hier ist aber nichts mehr. Na, das war ja klar. Das sind die richtigen. Das sind die Talon Metroids. Ja, Talon Metroids. Die kommen nämlich von Talon 4. Und hier ist irgendein Pirat, der dem zum Fressen vorgeworfen wurde. Metroids. Metroids. Noch ein Metroid. Noch ein rotes Ding. Ein blaues. Recording to Logbook.
So, Eintrag lilalala. Samus Aran, die verfluchte Jägerin, ist unter uns. Das plötzliche Auftauchen der Jägerin ist bereits höchst mysteriös, doch ihr Verhalten ist noch rätselhafter. Sie zeigt nicht das geringste Interesse, uns zu bekämpfen, dafür umso mehr Größeres an unserem Fasern. Bei jedem ihrer Beutezüge stützt sie Fasern Erz, tötet aber nur diejenigen, die sich ihr in den Weg stellen. Wofür sie das Erz verwendet, wissen wir nicht. Obwohl, wie das wissenschaftliche Team die These verfolgt, es diene zur Energieversorgung ihres neuen Kampfanzugs. Er? Ja, okay, danke. Ich wollte das zu Ende lesen. Er funkelt dunkel und ist mit merkwürdigen neuen Waffen ausgestattet. Die Truppen haben ihr mittlerweile den Titel Dunkle Jägerin gegeben. Ein passender Name. Ja. Kann man, ja, so nennen. Alter! Was tut denn da oben? So, hier gibt's noch was zu scannen. Ein Riesending. So. Hallo? Hallo? Jetzt. Ja, schön. Ja. Yeah. Ah ja, stimmt. Hier kommen doch jetzt wieder Viecher, ne? Oh, Weltraumpirat, Flieger hier. Flugpiraten. Luftpiraten, so hießen sie. So, jetzt können wir hier einiges scannen. Das Ding konnte man vorher, glaube ich, auch nicht scannen. Ich bin mir aber nicht sicher. Das sollte man auch noch nicht scannen. Weil hier hinten, das machen nämlich viele, habe ich, also ich habe mal so ein paar LPs gesehen und die scannen das hier nicht. Ja, jedes einzelne von diesen kleinen Dingern ist rot und kann man scannen. Die hier sowieso, die kann man immer scannen. Aber es ging mir nur um diese beiden hier. Jedes einzelne kann man nämlich scannen. Und es bringt halt, ja, bringt ein paar Prozente auf die Scan-Datenbank. Aber es ist halt auch fies gemacht ein bisschen. Da oben ist übrigens der Energietank, von dem ich geredet habe. Nochmal scannen. So, hier ist nochmal eine Schiene, die man scannen kann. Die haben wir aber schon. So, und jetzt können wir das Rote scannen. Ich glaube, man hätte sogar, bevor man die zerstört hätte, die Piraten, hätte man hier hingehen können und das scannen vielleicht. Hätte sein können, weiß ich nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Wie gesagt, ich will 95%, das reicht. So, jetzt kann man das, glaube ich, nochmal scannen. Yes. Und damit kann man die restlichen Sachen scannen. Weil, jetzt sind diese Dinger nämlich schon wieder rot. Jetzt kann man den nämlich auch richtig benutzen. Der macht nach oben, glaube ich. Ja. Und der macht nach unten. So. Hallo? So. Jetzt können wir alles schön scannen. So. Einmal den oberen. Und dann zweimal den unteren. Ich mache das natürlich so, dass wir direkt zum Energietank kommen.
Ja, logisch. Und einmal den scannen. Müsste reichen. Es ist echt viel zu scannen hier. Also ich weiß auch gar nicht, wie viel das gebracht hat. Ja, 3%, 2%. So, und mit dem Doppeljump können wir hier hoch. Und an diesen wunderschönen Energy Tank. Nice. So, jetzt müssen wir das gleiche nochmal machen. Nur den zweimal verschieben. Der bleibt. Und den eigentlich zweimal nach unten setzen. So. Das war's schon. Mehr muss man nicht machen. Ein cooler Rätselraum. Ich mag den Raum eigentlich. Also Rätselraum, ja, also. Ne? So, hier können wir einfach rein. Und dieses Gewusel. Hier müsste es auch noch ein Item geben, oder? Oder bin ich da ein bisschen doof? Ich weiß es gar nicht. Aber gerade so geschafft. Au. 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 So. Okay, gab's nichts, aber jetzt haben wir hier unten die Schutzschilde entfernt. Und jetzt müssen wir diesen Weg auch nicht mehr so ausführlich gehen. Ah ja, hier gibt es eine Speicherstation. Sehr schön. Und noch was zu scannen. Ein Eintrag. Nice. Eintrag 06 Blip. Die dunkle Jägerin teleportiert sich nach Belieben in unsere Basis. Unsere gesamten Sicherheitsmaßnahmen erwiesen sich bei ihr als nahezu sinnlos. Ihr letzter Überfall endete in einem einzigen Desaster. Nicht nur, dass wir weiteres Fason erbeutet hat. Darüber hinaus versüchtet sie mit ihrer neuartigen Waffentechnik unsere Tarnfelder-Generator. Nun sind wir entblößt. Bis zum Eintreffen eines Ersatzgenerators sind wir anfällig für Einfassungssysteme und Scans. Unsere lokale Präsenz ist noch immer gering. Sollte uns die Föderation entdecken, können wir unsere Position unmöglich verteidigen. Bauen wir auf die Tatsache, dass sich der Äther am Rande des föderierten Raums befindet. Mit etwas Glück haben wir ein neues Tarnfeld errichtet, bevor wir entdeckt werden. Ja, ihr seid zwar noch nicht entdeckt worden, aber ja, ein Frachtschiff war zufälligerweise auf dem Weg da. Und hier hört man auch schon wieder ein Item. Können wir das schon bekommen? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Ja, nein, 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 da kommen wir nicht dran. Oh. So. Genau, das müsste hier unten drin sein. Da kommen wir noch nicht hin. Kann man denn da hin? Oder ging das jetzt noch gar nicht? Das geht jetzt noch gar nicht, ne? Ach so. Oh. Da muss man so kaputt machen. Wusste ich nicht mehr. Moment mal. Struktur. Ein alternativer Zugang. Ja, ich sehe auch da schon eine Röhre. Aber von wo kommt man da hin? Da! Ah! Ja, okay, da können wir noch nicht hin. Da können wir noch nicht hin. Thank you.
Guck mal, wer da ist. Guck mal, wer da ist. Oh ja, ein Bossfight gegen Dunkle Samus 1. Ja, mach mal. Ich wollte gucken, ob wir noch was scannen können. Nein. Man kann sie auch nicht mit Missiles treffen. Mit Phasen. Ein bisschen schwer zu treffen, aber ist einigermaßen in Ordnung. Sie ist schon bei der Hälfte. Wo ist denn sie? Hallo? Da! Ah ja. Okay. Und die hat eine super Missile. Die hat eine super Missile gehabt. Ja, mach du dein komisches. Noch ein paar Schüsse. So. Nice. Dunkle Samus besiegt. Kleine Phasenpartikelchen bleiben in der Luft zurück. Aber zum Glück schaden die uns nicht. Luminotische Waffe lokalisiert. Ja, ich weiß. So, das Phasen konnten wir noch scannen. Ja, ich weiß. Waffe befindet sich in Händen. Ich weiß, wo die Waffe ist. Musst du mir nicht anpingen.